Kaum ein Bachelor hat je so polarisiert wie Sebastian Preuß. Der aktuelle Rosenkavalier macht nicht nur mit seiner Vergangenheit Schlagzeilen, auch sein Umgang mit den Kandidatinnen sorgt für Aufsehen. Denn der Malermeister lässt nichts anbrennen und knutscht sich durch die Staffel. Bei all seinen Dates hat er es zumindest mit einem Kuss versucht. Die Damen, die nicht wollten, mussten bisher ohne Rose nach Hause fahren. Die Meinungen über den gebürtigen Münchner gehen weit auseinander. Ex-Bachelor-Kandidatin Karina Spack hat ihre ganz eigene. Ich finde es gut, dass es diesmal mal ein Bachelor ist, der so ganz normalen Background hat. Ich meine, okay, die Knastgeschichte ist jetzt nicht so normal, aber einfach, sage ich mal, ein Junge von der Straße, der einfach mal normal ist und jetzt nichts Besonderes macht. Ich meine, okay, er ist da Profikampfsportler, aber an sich wirkt er ganz normal. Bisschen blöd vielleicht, aber sonst ist er doch ganz sympathisch. Eines steht auf jeden Fall fest. Sebastian Preuß hat seine ganz eigene Art, die große Liebe zu suchen. Ob er sie so auch wirklich findet?